Da müssen wir hin. Und wenn wir schon mal hier oben sind, könnten wir eigentlich auch gleich ein paar Crocs holen. Hier unten könnte einer sein. Ich will mal kurz gucken. Also entweder ist hier unten einer oder da oben einer. Irgendwas sagt mir, der ist oben. Aber ich wollte erst unten gucken. Boah, ich weiß noch, als wir hier zum allerersten Mal waren, ne? Und hier diese Insel gesehen haben und das alles so cool war. Und jetzt sind wir hier und es ist immer noch cool. Aber eben nicht mehr ganz so cool. Wie beim ersten Mal. Badada. Da, da, da. Die Musik hier ist halt wunderschön. Was geht? Haben Sie mal einen Euro? Abbrechen. Der ist wahrscheinlich da oben drauf, der Croc. Der Croggy Croc ist wahrscheinlich da oben drauf. So, was haben wir denn hier im Tempel der Zeit? Auf jeden Fall haben wir keine Zeit hier. Bring mich mal nach hier oben. Okay, ich bin wieder weg. Früher war es cool, aber heute ist es mit Parasegel, ja. Du hast Herausforderung bestanden und Segenslichter erhalten. Für 4 Segenslichter erbitte ich Herzen. Ja. Damit wir keine Ausdauer mehr bekommen. Unser letzter Herzcontainer. Es kann sein, dass wir aber noch 2 Herzcontainer irgendwo bekommen. Tatsächlich. Das ist halt durchaus möglich. Bringe der Welt den Frieden zurück. Und hier ist eine Kiste. Und was ist in der Kiste drin? Heldengeist aus uralter Zeit. Wenn du den Geist des einzigen Retters von Hyrule in dich aufnimmst, wird dich die Aura des Helden umhüllen und du nimmst sein Aussehen an. Ich bin Rauru. Was passiert, wenn ich jetzt als Rauru... Ist euch mal aufgefallen, dass Rauru dieselbe Frisur wie Ganondorf hat? Was kann diese Rüstung? Nix, außer mein Aussehen verändern. Lass mich mal mit irgendeinem Konstrukt sprechen. Lass mich mal mit irgendeinem Konstrukt sprechen. Das ist ein Pilz, das ist kein Konstrukt. Ich habe vorhin hier irgendwo ein Konstrukt gesehen. Da. Ein erneuter Besuch, sei mein Gast und erwärme dich am Lagerfeuer. Nee, okay. Okay, dann nicht.
Pass mal auf, dann machen wir Folgendes. Ich ziehe mich wieder um. So. Und ich würde gern doch noch mal da hoch. Wir machen jetzt nicht mehr so lange. Ich werde bald Feierabend machen. Die Frage ist, wie komme ich da am einfachsten hoch? Ich würde mal behaupten, damit, ne? Aber da braucht man natürlich erstmal einen Spot, wo ich mich dann auch hochporten kann. Das ist natürlich nötig. Aber ich würde behaupten, das geht hier. Wir schwimmen einfach einmal durch das ganze Haus durch. Genshin-Spieler wissen Bescheid. In Liyue kannst du das nämlich auch machen. In Liyue schwimmst du halt auch einfach durch die Steine durch. So, hier oben waren wir schon bei diesem Konstrukt. Wir müssten aber mal hier hoch und hier sollte irgendwo ein Croc sein. Hier irgendwo. Hier so. Hier müsste irgendwo ein Croc sein. Ich muss mal kurz gucken, ob der vielleicht da unten drunter ist. Da sehe ich doch was. Daran merkt man, dass Tears of the Kingdom einfach Genshin kopiert hat. Ja, genau. Wo soll der denn sein? Wo soll der denn sein, der Croc? Der Croggity, Croggity, Croc, Croc. Lass mich raten, der ist da unten. Finden wir noch raus. Finden wir noch raus. Es ist jetzt egal. Es ist jetzt erstmal egal. Das ist nichts, was wir jetzt unbedingt brauchen. Es gab eine Sache, die ich noch machen wollte, und zwar folgende. Erstens brauche ich jetzt mal sehr gute Musik. Und zweitens brauche ich eine Sache. Ein Ingredient brauche ich. 4 Stunden Zelda gestreamt. Das ist schon mal wieder eine Stunde mehr, als wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir brauchen mal eine Ingredient. Um unser Schwert mal wieder zu verstärken. Aber wie gesagt, der Hauptgrund, warum ich das hier jetzt mache, ist die Musik. Yeah! Ich krieg gerade richtig Gänsehaut.
Die Musik ist so geil hier. Das ist so geil, gegen diesen Boss zu kämpfen, nur wegen dieser Mucke. Da, 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 da. Ist halt eine abgewandelte Version vom Ornidorf, ne? Kurz nicht aufgepasst. Hier müssen wir rüber. Phase 2, Leute. Ich liebe Phase 2 von diesem Boss. Es ist und bleibt der beste Boss in diesem Spiel. Und der hat es auch definitiv in meine Top 3 geschafft. Es kommt immer noch nichts an den Kampf gegen Zanto heran. Es kommt auch immer noch nichts an den Kampf gegen hier den Drachen aus Twilight Princess ran. Ich hab, weiß gerade nicht, Argorok? Ja, da kommt nichts dran an diesen Kampf, weil ich liebe diesen Kampf. Aber der Kampf hier ist so episch gegen Frostgeira. Auch wenn der so einfach ist. Da schiebe ich jetzt. Das schiebe ich jetzt auf meine Müdigkeit. Da, 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 da. Gracias, Ago! Ich hab die Melodie verkackt, aber das ist nicht schlimm, denn ich bin ein Keck. Freundchen, mach mal deine Wirbelsturmattacke. Wir müssen unten drunter. Wir müssen wieder hoch. So. Und wir müssen irgendwie hier drüber kommen. Und jetzt. Ohne getroffen zu werden? Ja, Mann. Ich glaube, das ist auch der Boss, den ich am häufigsten besiegt habe in diesem Spiel. Und ich finde es so cool, dass du diese Bosse immer wieder besiegen kannst. Es ist wirklich mega nice, diese Abenteuer in der Untergrundcity. Und genau deswegen bin ich hier. Genau deswegen bin ich hier. So. Das war die Untergrundcity. Da ist die City und der Untergrund. Und da gibt es Abenteuer. Da, 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 da. Hier ist eine Kapsel. Stimmt, da war eine Kapsel. Apropos Kapsel. Da ist auch eine Kapsel. Fabrik Linkes Bein. Was gibt's denn hier? Hier gibt's nicht das, was ich brauche, ist die Sache. Verlassene Zentralmine. Ich will zur Alchemistenstatue. Yalla, yalla, Habibi. Habibi Blocksberg. Da, 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 da. Warte mal, wie komme ich nochmal zu der Statue? Wisst ihr was? Ich weiß, wie wir noch einfacher zu einer Statue kommen. Erstmal gehen wir zum Spähposten. Also wir machen jetzt unsere Abschlussroutine, wir gehen zum Spähposten, aber apropos Abschlussroutine, das wird heute gar nicht unsere Abschlussroutine, denn ich möchte heute mit euch zusammen zum Abschluss dieses Streams und zum Abschluss dieses Videos, was ihr gerade seht, einen Ort besuchen, an dem wir in Breath of the Wild eigentlich immer
eine längere Aufnahmesession beendet haben. Und was ich in Tears of the Kingdom einfach immer noch vermisse, dass ich das so selten mache. Aber erst gehen wir hier mal zur Alchemistenstatue. Ich hätte nämlich gerne Donnerblumen. Und zwar alle, die ich für 514 Irrlichter kriegen kann. 32 Stück. Ah, Dunkelgewalt, Wand und sowas, das habe ich ja alles. So. Mein Bart. Ich war hier schon lange nicht mehr, Freunde. Und deswegen müssen wir hier diesen Stream gleich beenden, an dieser Stelle. Vielen Dank für deinen Raid. Wir machen aber gleich tatsächlich Feierabend. Wir sind hier gerade schon in den Schlussminuten. Oh, ich liebe es hier. Ich liebe es hier. Die Musik. Die Musik ist so gut. Und ich finde, die Ornis haben sich auch echt cool verändert. Guck mal, das sind die Kinder von Kashiwa. Das sind die Kinder von Kashiwa. Die sind halt alle ein bisschen älter geworden. Und das ist echt cool. Und noch die Statue, hat sich hier nichts verändert, ne? Außer die Gegend drumherum so ein bisschen. Und das ja. Jetzt hier oben drüber so ein riesiges Schiff schwebt und nicht mehr der Big Burp. Guck mal, da ist Gurli. Hier haben wir Kiel. Das ist die, die sich aufs Maul gelegt hat in Breath of the Wild. Wo ist denn das Boot? Ich sehe das Boot gar nicht. Da fliegt jemand. Das ist Nan. Das ist auch eine Tochter von Kashiwa. Das ist Laisa. Das dürfte die Frau von Kashiwa sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Sorry, Leute. Hier haben wir den Revali-Platz. Das ist nicht der Revali-Platz. Der Revali-Platz ist da unten. In Richtung des... Es könnte trotzdem der Revali-Platz sein. Ist ja auch egal. Wer bist du? Du hast keinen Namen. Das sind alles Sachen, die wir noch machen werden. Die ganzen Nebenquests. Heute nicht mehr, logischerweise. Nee, das sind die Brüderfelsen. Das sind die Brüderfelsen. Das heißt, das ist nicht der Revali-Platz. Der Revali-Platz ist, wie gesagt, aber auch eh weiter unten. Wird der eigentlich auch auf der Karte angezeigt als Revali-Platz? Nein. So müde. Molly. Die ist nicht größer geworden. Ich glaube, die Töchter meinten irgendwann mal, dass Kashiwa und seine Frau auf Reisen sind. Wie cool wäre das? Das ist der Revali-Platz, by the way. Wie cool wäre das, wenn es ein DLC gibt? Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und vielen Dank nochmal für deinen Raid. Weiß ich sehr zu schätzen.
Wie cool wäre das, wenn es ein DLC gibt und plötzlich Kashyyyk wieder da ist? Das wäre mega cool. Und die haben auch noch Nebenquests. Wie wenig haben wir denn an Nebenquests gemacht? Das ist Saki. Ich möchte das. Die Nebenquests. Die machen wir heute nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Ich wollte beim nächsten Mal tatsächlich in Kakariko weitermachen. Ne, Kashyyyk wieder sind. Ach so, das. Ja, das möchte ich auch. Da, da, da. Habe ich eine Holzkelle schon mal fotografiert? Ja, habe ich. Da, 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 da. Gen. Oh, die sind. Kann ich bitte für immer hier bleiben und mir das anhören? Können wir aber leider nicht machen. Aber wisst ihr, was wir machen können? Komm, den gebe ich euch.